Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire's Throne 2. Im letzten Part sind wir hier irgendwann endlich nach Azran gekommen und jetzt schauen wir uns hier in dem Dungeon von Vincent Vaynard umgucken und hier sind leider irgendwie Felsbrocken, die versperren uns ein bisschen den Weg, aber kein Problem. Walner hatte eine Vision von Vincent Vaynard? Ja, und diese Vision zeigt, wie er einen Geheimgang verwendet. Haha! Hier ist ein lockerer Stein. Huhu! Was für Überraschungen werden uns noch erwarten? Das werden wir gleich sehen. Na nü, wo sind wir denn jetzt gelandet? Huh! Was ist das? Was ist das? Es soll weggehen. Es soll mich in Ruhe lassen. Es soll kaputt. Es sind ja auch noch blind toll. Es soll kaputt gehen. Das ist ja ein bisschen mies, dass die gleich alle auf einmal blind machen, weil, die treffen dann nichts mehr. Jetzt bitte nicht noch den. Boah, wenigstens Aska hält stand. Ach du meine Güte. Kann ich das blind irgendwie heilen? Ja. Wer ist als nächstes dran? Walner? Okay. Die Elaine, die bleibt dann als Heilerin für irgendwen. Ach kommt schon. Wie gemein ist das denn? Kann ich dich wenigstens kaputt zaubern? Ja. Okay, immerhin. Muss ich halt zaubern. Wollte ich es eigentlich vermeiden, aber... Was tut der? Erste Hälfte? Ach, stopp Blutungen. Ach, schön. Kann ich auch irgendwie verwirrt heilen? Scheint nicht so. Resistenzstein? Oh, interessant. Da schau an. Nee. Schwache Heilung. Ja, komm. Ah! Greif doch. Ja, toll, den habe ich gerade geheilt, weil. Asgard, du Idiot. Wenigstens die Zauber treffen. Warum auch immer. Ich meine, ich dachte eigentlich, für Zauber muss man auch zielen können, aber okay, anscheinend nicht. Nehmen wir mal so hin. Der greift immer den Söldner an. Der ist doch ein Vollhonk. Meine Güte. Ja, wir retten wieder den... Natürlich wieder den Söldner. So, es geht kaputt. Ach halt, ich sollte den Söldner heilen. Der Söldner soll sich dann auch was reinpfeifen. Weil sonst macht Asgard den gleich wirklich platt. Das wollen wir ja nicht. Hier, pfeift dir was rein. So. Komm. Irgendeiner muss doch Danke treffen. Gut. Zwei weitere Seelen und zwei weitere nervige Gegner weniger. Schön. Bluttrank. Na, Blutflasche. Blutfiole kann ich ihr geben und Blutflasche kann ich ihm geben. Aber ich habe echt zu wenig Blut gerade mit dabei. Das könnte unter Umständen ein Problem werden. Ich meine, ich will es nicht hoffen, ich will es nicht hier... den Teufel an die Wand malen, auch wenn ich hier gerade verdächtig an der Wand rumlaufe, aber ihr kennt das Spielchen ja. Nö, hier ist nichts. Oh.
dieses Buch. Unglaublich. Ach, und mir fällt gerade was ein. Sir Vincent, hier ist das Lachsenkraut, das ich besorgen sollte. Ah, ich danke euch, Elaine. Damit kann ich den Heiltrank fertigstellen. Die Menschen in Azrant brauchen meine Heilkünste. Als Priester hat man eben einen wichtigen Stand. Wir sind alle dankbar, dass Sie hier sind. Und ich bin dankbar, eine so fähige Assistentin zu haben. Ohne euch wäre meine Arbeit viel schwieriger. Ich danke euch. Könnt ihr mit dem Buch etwas anfangen? Deine Gedanken machen mir Sorgen. Ich habe alles vergessen. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, bevor Vincent WM mich mit einem Fluch belegt hatte. Vielleicht finden wir noch mehr raus, wenn wir uns umsehen. Es scheint, als würde dieser Ort Valnas Wahnvorstellungen verstärken. Das macht mir Angst. Ja, was zum Geier? Wie kommt es dazu? Nee, ich hatte ja im letzten Part gesagt, ich habe den Wikipedia-Artikel seitlich offen. Hab ganz vergessen, draus vorzulesen. Aber okay. Das lässt sich ändern. Dann war ich jetzt erstmal im falschen Fenster. Beginnt super. Weil, wie ihr vielleicht wisst, haben ja diese... Oh, schön. Haben ja diese Vampire Storm Teile 1 und 2 eben noch so eine Art Untertitel, die ich früher auch nie verstanden habe, was die genau heißen sollen, weil ich die Wörter nicht alle kannte. Ja, und so heißt der erste Teil eben mit Untertitel noch zusätzlich Region of Blood, was so viel heißt wie Herrschaft des Blutes. Ja gut, Blut habe ich noch zusammenbekommen und Region hätte ich jetzt irgendwie auf Regieren oder so auch getippt, aber ich wusste eben nicht sicher. Aber beim zweiten, da hatte ich absolut keine Ahnung. Und der hat nämlich dann den Untertitel Ancient Blood, was so viel wie uraltes Blut heißt. Ja, und wir sind jetzt hier in der Zeitenverschiebung hier eben, mehr oder weniger, ja, ewig weit früher, also quasi, ja, uralt. Wir haben es hier mit uraltem Blut zu tun, mit den Elras und, ja. Schon wieder so ein Viech. Nein, die meinte ich lieber. So gut es geht. Leere Flasche. Dedede. Na? Ja, gut. Da drüben ist bestimmt irgendwas, aber da ist halt auch dieses komische Viech. Ach so, das soll nach unten gehen heißen. Für mich kam das eher gerade so vor, wie wenn es da nach oben gehen würde, aber... der darf da ja einfach so rüber. Kann ich es da mich vorbeischleichen? Ja, ich kann. Gut. Heilbalsam. Toll, für einen Heilbalsam bin ich hier erst in die Falle gegangen. Ja, gut, perfekt. Ihr müsst dann irgendwann anders irgendwo leveln, aber dadurch, dass ich gerade so wenig Blut habe und die nicht treffe, wenn ich hier wieder mal blind gemacht werde, will ich mich jetzt nicht unbedingt mit denen anlegen. Das ist gerade so ein bisschen mein Problem. Krankheitsserum. Ich kann ja auch nicht ständig hier irgendwelche Serum-Dinger reinhauen. Ring der Sicht. Göttlich. Das brauche ich. Schutz vor blind und geblendet. Habe ich vielleicht noch sowas? Warte mal. Enges Amulett. 5 Int. Nee, habe ich nicht wirklich. Doof. Ah, dann ist immerhin schon mal einer safe. Falls ich wie jetzt eben angegriffen werde. Ungünstig. Aber gut, ich hoffe jetzt mal, dass ich den Zauber jetzt eigentlich wieder so spammen wie gerade eben. Ja, und ich habe ihm aus Absicht nicht einen Asker gegeben, weil der auch so ein bisschen immun dagegen zu sein scheint. Deswegen, ja, taktisch. Nein, bitte nicht. Gut. Asker ist dran, okay. Die Elaine muss gleich unbedingt heilen gehen. Und zwar den da unten. Der darf jetzt sich auch mal noch mal was reinhauen.
Und dann hoffe ich mal. Ja, gut. Nein, 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 nein. Der greift doch gleich wieder den. Ja, nerv. Das ist doch uncool. Was soll das? Nein, 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 nein. Oh, verfehlt. Dafür ist die Elaine scheinbar weniger anfällig gegen diese Spielereien mit verwirrt. Also die ist wohl da ziemlich heftig hier, dass sie nicht verwirrt wird. Komm, gib mir mal das. So. Oh, das greift doch sogar die Elaine an. Wieso das denn? Nur weil sie nicht mit einem Verrückten zusammen sein wollte, oder wie? Ach komm schon, lass das doch bleiben, du stirbst eh gleich. Es geht auch noch auf den Walner, ich glaube es hat bei dem Asker. Der ist echt wahnsinnig. Aber das ist uns ja nichts Neues. Ach komm schon. Das gibt's doch nicht. Muss doch jetzt langsam mal umkippen. Na also. Meine Güte. Ja, Level 11. Schön. Der war jetzt echt wieder ätzend. Ich hasse es, wenn Gegner ätzend sind. Naja, können wir gleich noch einen geben. Dem gebe ich auch mal so eins. So. Aska kriegt nichts. Asgar kriegt nichts. So, was haben wir hier dann gleich Schönes drin? Ja, zu blöd, um die Küste anzusprechen. Lebensank. Das war, glaube ich, erhöht dauerhaft Pipapo, ne? Yep. Na toll. Bitte lass sie. Ah, lass es nur. Ja, einer ist auch okay. Also einen nehme ich auch noch. Das Problem ist, ich weiß halt natürlich vorher nicht, ob das eine oder zwei sind. Weil zwei sind jetzt einer. Wenn er jetzt nicht direkt beim ersten Mal Blindheit zaubert, kriegt man den vermutlich relativ schnell down. Ja, beim zweiten Mal macht das auch nicht, okay. Bei so viel können die ja theoretisch. Ja, seht ihr, schon ist er kaputt, also. Das ist nicht das Problem. Dass die mich blind machen, das ist das Problem. Oh, was haben wir denn hier? Kann ich das zur Seite schieben? Nö. Komisch. Na toll. Ja, muss man halt nochmal kämpfen. Bitte lass es ein sein. Mist. Ach je. Ich hätte es eigentlich noch taktischer machen sollen. Ich hätte es der Elaine geben sollen. Und dann mit Walner hier das Licht zaubern, wenn der blind wird. Weil dann kann die Elaine immer noch draufhauen. Ich glaube, das mache ich nachher. Geschweige denn, dass er eben schwache Heilung kann. Aber jetzt haue ich besser drauf, solange das noch geht. Ah, verfehlt. Dammit. Welches blaue Licht haben wir ja gesehen, das trifft ja trotzdem. Ich sollte jetzt nicht die Tasten spammen, damit ich bei Walner rechtzeitig reagieren kann. Mit seinem blauen Licht, weil das gegen sie ziemlich mächtig. Der hat eine Aue-Zauber, das ist natürlich auch heftig. Oh, 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 bitte nicht, bitte nicht. Nein! Komm schon. Kann ich ihn? Kann ich ihn? Ja. Geh kaputt. Du hast meinen Zöldner hier fast kaputt gemacht. Das mag ich ja gar nicht. Meine Güte. Den müssen wir jetzt heilen. Hier, trink. So, gut. Soweit so gut, soweit so gut. Da liegen auch leider lauter Leichen rum. Ah, kleiner Seelenstein.
Was, hier gibt es immer noch Seelensteine? Was macht er? Achso, der gibt uns 5 Seelen, glaube ich, ne? So war das hier, glaube ich. Ja, 5 Seelen. Wie viele habe ich eigentlich? 55? Ja, brauchen wir ja gerade nicht die Seelen. Gut. War hier nicht gerade... Ach, das war da drüben in dem anderen. Okay. Depp. Heilfiole, schön. Jetzt greift uns wahrscheinlich gleich der Spacken hier an. Oder wir greifen den Spacken an, können wir auch machen. Wie ihr wollt, also. Mir ist das egal. Depp. Muss gerade mal schauen. Ah, okay. Okay. Passt alles. Nur kurz was geschaut. Es kann sein, dass ich hier vielleicht diesmal... Ja, ich bin über meiner 15 Minuten, die ich ungefähr haben will, bin ich ja schon mit 16 Minuten. Beziehungsweise, ja, zwischen 15 und 20, aber mal schauen, ob es diesmal vielleicht ein bisschen länger halt. Es kommt ganz drauf an, wie es jetzt noch weitergeht. Achso, ich könnte hier eigentlich mal... Von den Heilfiolen habe ich erstaunlich viele. Kriegt der Aske halt doch mal was. Kann nur stolz sein auf sich. Oh, tun. Komm, da ist doch bestimmt gleich irgendwo eine Falle. Nicht? Wahnsinn. Ich hätte jetzt sehr stark auf eine Falle getippt. Ach stimmt, normalerweise wären wir sonst von da links gekommen, aber geht ja jetzt schlecht, weil da ja... Ja, eben. Kaputt ist. Ja, wusste ich doch, da muss noch irgendwo was sein. Und da oben den Raum, den kennen wir ja. Die Fackeln brennen noch. Definitiv ein magisches Feuer. Erinnert ihr euch an diesen Ort? Wie könnte ich ihn vergessen? Hier haben wir das Buch gefunden. Und hier haben wir Vincent Vaynard getötet. Den ersten aller Vampire. Und hier wurde Aska verrückt. Ja, ich gebe zu, ich hatte mich nicht unter Kontrolle. Das scheint bei dir ja regelmäßig vorzukommen. Hey, die Welt habe ich nicht verändert. Das waren die Schattengeister, der Elras. Aber als du das Buch gesehen hattest, war noch kein Schattengeist im Spiel. Nee. Ja, okay. Was soll ich jetzt hier genau finden? Wahrscheinlich mal in das Loch gucken. Wofür diese merkwürdigen Löcher sind, wissen wir auch nicht. Tja, dieses Geheimnis hat Vincent wohl mit ins Grab genommen. Ja, diese Löcher. Dann muss ich auf den Sockel wahrscheinlich gucken. Hier war es. Hier lag das Buch. Das Buch der Elras. Wo hat denn das Buch her? Und was hatte er bezweckt, als er Vampire erschaffen und dann gejagt hat? Er meinte doch, er wollte so zum Hohepriester werden. Und das hat er ja auch geschafft. Hältst du das für einen Grund, sich die Mühe zu machen, hunderte von Vampiren zu erschaffen und dann einen nach dem anderen den Kopf abzuschlagen, nur um Hohepriester zu werden? Hohepriester zu sein, ist doch nun nicht gerade etwas, für das man so einen Aufwand betreiben würde, um es zu werden. Irgendwie hast du recht. Elaine, mir schwirren schon wieder 1000 Gedanken durch den Kopf. Sie wollte nicht. Wieso? Bin ich ihr nicht gut genug? Verdammt, bin ich nicht gut genug? Das wird sie mir büßen. Niemand lehnt meine Liebe ab. Oh ja, sie wird mich anflehen. Irgendeiner dieser Zauber muss sie mir doch gefügig machen. Vincent, kann euch nicht mehr behilflich sein. Es ist mir unmöglich, eure Liebe zu erwidern. Ich will nicht das Gefühl haben, euch durch meine Anwesenheit zu verletzen. Oh, Elaine, ich werde euch die Augen öffnen. Ich muss das Buch schützen. Sorkal Numarestos. Sehr gut, doch einer ist zu wenig. Sorkal Numarestos. Und jetzt ist es Zeit für... Zeit für was?
Die Gedanken sind fort. Tja, Elaine, hättest du damals Vincents Liebe nicht verschmäht, wärst du nicht verflucht in Shanna gelandet. Deine Gedanken verursachen bei mir Übelkeit, Valna. Es scheint, als wüssten wir einige Dinge immer noch nicht. Tja, aber Vincent selber können wir ja nicht mehr befragen. Wieso eigentlich nicht? Der schmort schon in der Ebene der Blutgeister. Ich war auch dort. Ein ekeliger Ort. Unendliche Qualen. In alle Ewigkeit. Ganz so ewig war die Ewigkeit ja wohl doch nicht. Willst du mich ärgern, Wurm? Ich muss mit ihm sprechen. Ich muss alles erfahren. Was für ein Leben lebte ich? Wer war ich, bevor ich verflucht wurde? Bevor ich ein Vampir war? Du willst ihn doch nicht etwa wiederbeleben aus der Ebene der Blutgeister. Einer ist schon mehr als genug. Ach, jetzt sei ruhig, du. Nun, vielleicht müssen wir ihn nicht wiederbeleben. Du, das meinst du nicht ernsthaft? Elaine, sei vernünftig, du kannst da nicht hin. Das ist zu gefährlich. Was ist, wenn wir dich nicht wiederbeleben können? Du würdest für ewig in der Ebene der Blutgeister Qualen erleiden. Ich muss mit ihm sprechen. Und warum sollte es denn nicht klappen? Ich bin ein Vampir der ersten Generation. Ich bin stärker als alle anderen Vampire. Und das wäre ja schließlich nicht das erste Mal. Damals warst du aber tot. So tot, wie ein Mensch nur sein kann. Durch die Wiederbelebung wurdest du erst zu einem Vampir. Ich bin stark genug, um das zu überstehen. Na schön, du bist anscheinend so starkköpfig. Aber können sich starke Blutgeister nicht in der reellen Welt materialisieren? Schon, aber was bringt uns das? Wir wissen nicht, ob und wo Vincent sich mehr materialisiert. Du hast recht. Das bringt uns auch nicht weiter. Nach ihm zu suchen wäre wohl unmöglich. Dann brauchen wir noch etwas. Das Blut eines Menschen, der mit einem Vampir geschlafen hat. Was ist mit meinem Blut? Unbrauchbar. Du bist schon zu lange ein Vampir. Aber dass du überhaupt ein Vampir bist, war einer der Gründe, warum deine geliebte Aisha durchgedreht ist, als wir den Zauber bei ihr ausprobierten. Ich wollte gerade sagen, der lernt auch nicht dazu, der Junge, ne? Ich dachte, das lag daran, dass sie gar nicht richtig tot war. Naja, das vielleicht auch. Aber wir sollten es doch nicht bei Elaine riskieren. Wir wollen doch nicht, dass sie dann auch durchdreht, nachdem wir sie wiederbelebt haben. Na, wenigstens hast du mal mitgedacht, Asghar. Dein Wohlergehen liegt mir halt am Herzen. Okay, aber wo bekommen wir denn nun einen solchen Menschen her? Besonders viele Vampire gibt es ja nun nicht auf der Welt. Scheint so, als müsste einer von uns... Niemals. Na schön, auch wenn es mich anekelt, ich muss herausfinden, was ich für eine Person war und was es mit Vincent auf sich hat. Ich tu's. Widerlich. Elaine, ich liebe dich, doch das ist Wahnsinn. Was für ein Opfer gehst du damit nur ein? Ich kann das nicht zulassen. Dann tu du es doch. Schon gut, Valna, es ist das Opfer wert. Lass mich es machen. Nein, wenn ich damit dein Leben retten kann, werde ich es tun. Sehr gut, jetzt brauchen wir nur noch ein passendes Opfer. Nun, sicherlich gibt es auch in einer der Städte dieser Welt ein Bordell. Dort sollten wir eine geeignete Dame finden. Fragen wir mal Ronak, er ist ja ein wenig rumgekommen in der Welt. In einem Zirkus. Na und, rumgekommen ist rumgekommen. Dann lasst ihn uns fragen. Ja gut, ich könnte jetzt hier einfach Zuflucht zaubern. Ja gut, ich glaube, das mache ich sogar, aber das mache ich dann im nächsten Part. Dieser Part ist mit 24 Minuten schon, ja, hat schon eine ordentliche Länge angenommen. Gut, aber ich würde sagen, das war's dann erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß daran, an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich wie immer sehr freuen. Und wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Vampire Stone 2. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.